So, da, da. Willkommen zurück zu Risen 2. Dem Spiel mit Strand, das ist Nacht und das ist alles irgendwie doof, weil ich wünschte, es wäre nicht Nacht. Aber wir sollen ja auch den Fischermenschen hier nachprüfen, nachspüren, was aus denen geworden ist. Ich würde aber mal sagen, bevor ich das mache, reise ich nochmal zurück, weil ich habe ja eh einen Schnellreisepunkt, reise ich nochmal zurück in die Hafenstadt und hoffe, dass das Spiel nicht direkt wieder abstürzt. Penne mal eine Runde? Ich muss die Frage, wo eigentlich? Ist im Haus der Kapitän wahrscheinlich nicht. Ich hab's hier im Lagerhaus nicht was. Im Lagerhaus habe ich sowieso noch was zu tun, weil ich habe nämlich gesehen, das hat jemand kommentiert, das Lagerhaus hat noch eine zusätzliche Etage, aber ich komme da selber nicht ran. Aber ich kann einen Agenten hochschicken. Ach, Rick liegt hier. Eines Tages werde ich. Warum liegt denn Rick hier in diesem Bett? Das ist natürlich unpraktisch. Darauf hatte ich jetzt gerade so ein bisschen gebaut, dass ich das, dieses Bett hier benutzen kann, weil ich das letzte Mal halt außerdem noch im Dunkeln angeklickt hatte. Na Judy, dann werden wir ein anderes Bett finden. Wie zum Beispiel im Gasthaus. Das ist, ich kann nicht glücklich darüber sein, dass es keine Spiele gibt. Gab es hier unten nicht eigentlich direkt ein Bett? Ja, wahrscheinlich nicht, sonst würde Rick wahrscheinlich nicht oben schlafen, oder? Naja. Mist. Du hast Südtiroler Bauernsuppe aus der Dose am Start. Ich habe einmal in meinem ganzen Leben überhaupt mal so eine Suppendose gekauft, weil ich irgendwie neugierig war. Ja, und ich muss sagen, es schmeckt. Meeres. Ja, ja, die macht das Meeres. Ne? Und das schmeckt mir halt überhaupt nicht. Ne? Also, es ist halt so Suppen. Im Becher ersaufen mehr Leute als im Meer. Ach, die Nutten schlafen hier oben. Das ist natürlich unpraktisch. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Ja, toll. Sag mal, gibt es hier nirgendwo ein freies Bett? Was ist denn das hier? Na, ich kann doch nicht einfach ein Bett anklicken. Oder kann ich mich hier einfach für Geld einmieten? Wo das natürlich auch ein bisschen dumm ist, ne? Ich habe ja. Die Tür hier oben sieht das so aus, als könnte ich mich da einmieten, aber. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ja, kann ich hier ein Bett mieten? Naja. Ich werde irre, ne? Ich will doch nur ein scheiß Bett haben. Und ich weiß, dass auf meinem Schiff gibt es nämlich auch keins. Was total unlogisch ist. Weil wie zur Hölle schlafe ich bitte schon? Also, habe ich es jetzt gegen Baum gefahren, weil jetzt hier alle NPCs irgendwie rumstehen und kann ich jetzt hier nirgendwo pennen gehen oder was? Wessen Hütte habe ich hier? Die Rassel dient den Schamanen der Eingeborenen als magischer Leiter. Nur einmal ist es vorgekommen, dass eine Rassel während eines Totenkultrituals zerbrach. Das Klingen der Rassel können nur noch die Seelen der Toten hören. Die Rassel soll sich heute im Besitz des Marakai-Stamms befinden. Das sollte ich mir merken. Die kennen wir noch nicht. Ich bin hier gerade bei irgendeinem Voodoo-Doktor, den ich bis jetzt irgendwie großzügig übersehen habe, ne? Möchte ich mal so feststellen, dass ich war hier noch nicht. Das ist ja offensichtlich ein Voodoo-Laden und wer auch immer dem das Ding gehört. Ist da jemand? Ja, grüß dich. Emma, mit der habe ich nämlich noch nie gequatscht, ne? Lass bitte alles an seinem Platz, ja? Wie schön. Die See treibt den neuen Piratenkapitän nach Antigua. Du hast einen guten Riecher, junger Freund. Was begehrst du? Ist die Frage persönlich gemeint? Ist die Frage persönlich gemeint? Jede Frage ist persönlich gemeint, Captain. Sag mir, was du suchst und ich sage dir, ob ich dir helfen kann. Wir sehen sie leider so schlecht. Du verkaufst auch Voodoo-Kram? Der gute Alvarez will, dass man auf Antigua alles bekommen kann, was das Herz begehrt. Und ich interessiere mich für Voodoo und eingeborenen Artefakte. Sie sind mächtig und geheimnisvoll. Tja. Hast du Kontakt zu Eingeborenen? Nicht mehr, seitdem ich diesen Laden habe. Aber früher, als ich noch mit den Piratenschiffen über die Meere gereist bin, da war ich oft bei ihnen und habe einiges von ihnen gelernt. Du solltest mal meine Tränke versuchen. Sie sind alle selbst gebraut und gut. Kannst du übrigens auch auf Etsy bestellen. Professionelles Kuriohudo. Von einer Hexe und im Mondlicht gemacht. Geht großartig. Zeig mir deinen Kram. Sieh dir ruhig alles genau an. Warum haben die eigentlich ihr irgendwelchen Scheiß beigebracht? Ja, den Ring des Diebes habe ich ja selber. Aber krank, dass es Trank der Diebe ist. Das ist halt natürlich ganz praktisch, ne? Geisteramulett, Jadeanhänger, Jade-Ohrringe. Ja gut, den anderen Biss brauche ich ja nicht. Interessant ist halt Voodoo-Nadel. Was? Stichwaffe? Gold kostet 1000? Die Voodoo-Nadel einer Hexe. Aha. Dein Inventar? Voodoo-Nadel 0. Hä?
Oder ist die Voodoo-Nadel ein legendärer Gegenstand, den man mitschleppen kann? Ich will einen Weg finden, um Maha aufzuhalten. Eine große Aufgabe für einen jungen Kapitän. Mein Steuermann sagt, ich ziehe Probleme irgendwie an. Du hast eine besondere Aura. Lass mich deine Gedanken sehen. Und? Was siehst du? Es gibt Menschen unter uns, die kümmern sich um die größeren Dinge. Und es gibt andere, die nur sehen, was sie auch anfassen können. Du bist ein Weltenlenker. Ohne Männer wie dich würde es die anderen nicht geben. Das ist dein Schicksal. Toll. Wieso muss das ausgerechnet mir passieren? Hast du es dir denn nicht auch ausgesucht? Willst du immer noch dort sein, wo du geboren wurdest? Zieht es sich denn nicht in ferne Länder? Siehst du. Musst du immer in Rätseln sprechen? Tu doch nicht so, als wenn du keine Rätsel magst, Weltenlenker. Dein ganzes Leben besteht aus dem Lösen von Rätseln. Darum bist du doch hier, oder? Wenn du das sagst. Ja, gut. Denn mehr hat sie nicht zu sagen. Ich hätte gerne ein Bett. Müsste ich vielleicht nochmal hinlegen? Okay, dann nehme ich dein Bett. Das ist überhaupt kein Problem. Okay, geht auch nicht anscheinend. Jetzt hätte ich nämlich noch diese Flugpuppe geklaut. Na gut, wir kommen. Ich komme ein andermal wieder und hol mir diese Puppe. Das ist gar kein Problem. Naja, gut. Warte mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ist die Voodoo-Nadel tatsächlich ein legendärer Gegenstand? Die Voodoo-Nadel. Die Voodoo-Nadel sollte ich besser bei einer Händler auf Antigua finden. Okay, gut. Also für 2000 Gold könnte ich meinen Stichwaffenschaden erhöhen. Jetzt ist die Frage, ob ich das überhaupt will. Oh. Weil... Mein Name ist voller Federmeldung. Weil das Ding ist, dass ich benutze ja Nahkampfwaffen doch eher selten, ne? Und das hatte ich übrigens... Guck mal, das war jetzt gerade ein 20er-Schloss. Und da drin... Da hinten ist übrigens noch eine Höhle und alles. Meine war nicht. Und da drin in diesem 20er-Schloss war jetzt einfach mal eine Perle. So ein Radschloss-Dings. Also so ein Bauteil für Pistolen, glaube ich. Und das ist ja irgendwie ganz schön viel, wenn man so will, ne? Warte mal, hier oben waren nochmal lauter so Zimmer zum Schlafen, oder? Rauf 403. Das ist 403, müsste nicht nur Rechte sein, oder? Ist verbitten. 401 und 402 ist weitergeleitet, permanent und temporär. Ist hier echt weit und breit kein Bett mehr? Echt jetzt nicht? Wo gibt es diesen zweiten Raum eigentlich überhaupt? Da war doch was. Ja, ich. Grüß dich. Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Ja, wenn ich das machen würde, wäre schon längst ein Zeug weg. Das tiltet mich jetzt. Gibt es diesen Scheißort nicht ein Bett? Echt nicht? Der wacht nicht mal auf. Geil. Hier ist auch jedes Bett voll, ne? Oh, das ist doch lächerlich. Alter, ich bin jetzt nah dran, nach Dings zu fahren, ne? Nach Takarigua. Nur weil es da ein Bett gibt. Es kann doch nicht sein, dass es hier kein einziges Scheißbett gibt. Oh, Alter, ich will jetzt nicht in der Nacht hier rumsehen. Ich sehe nichts. Ich will vor allem noch nicht nachts über den Strand laufen. Der hat bestimmt auch nur ein Bett, oder? Ach man, das ist so lächerlich, also echt jetzt. Was habe ich da gehört? Mich. Boah, er kommt gleich mit dem Messer an die Rand. Wenn ich Alvarez töte. Vor allem habe ich sein. Oh ja, er rennt aber weg, ne? Folgt er mir? Wenn du hier Ärger machst, schmeiß ich dich raus. Lol. Das ist total nervig. Ich renne jetzt seit 8 Minuten im Kreis und suche ein Bett und finde einfach keins. Also gleich ist die Nacht eh vorbei. Da hat sich das mit dem Bett wieder erledigt. Es ist doch dumm! Mann, echt jetzt. Ich meine, wie genau sollst du hier bitte schön pennen können? Jetzt gucke ich mal bei hier Kollege Schnuschnuffs Boot. Vielleicht hat der ja ein Bett. Weil ich weiß halt, dass ich keins habe. Es ist echt dämlich. Ich meine, es gibt nicht ein Scheißbett. Vor allem, dass diesen Fehler machen die in jedem Spiel, ne? Das ist ja nicht so, dass das jetzt hier der erste Teil ist, wo du irgendwie kein Bett hast. Nee, du hast in jedem verschissenen Piranha-Bytes-Spiel ist es verfickt schwer, ein Bett zu finden, weil es nirgendwo öffentliche Betten gibt. Oder alle NPCs drin liegen. Och, Mann, ey. Ist echt. Es gibt hier auch nicht ein Bett auf diesem verschissenen Schiff. Wie genau pennen die hier? Aber jetzt schon wieder keinen Bock, ne? Naja, wenn ich jetzt einfach Rick töte... Ist wieder die Bevölkerung im Allgemeinen sauer? Weil es ist halt einfach nur scheiße dumm. Wer denkt sich denn sowas aus? Oh, nö. Sonny, es gibt hier weniger Betten als Menschen.
Was? Ich kann ich einfach warten? Nee, oder? Na, ja, ich brauch zwingend ein Bett. Also ich kann nicht einfach rumstehen und abwarten. Sticht schaffen? Ja, es ist. Ich bin Freibeuter und will Freibier. Ich hab schon wieder diesen leichten Druck auf den Zähnen, welche irgendwie so Hass kriege. Verlasse dich auf jemanden und du bist verlassen. Okay, wir machen jetzt mal folgenden Versuch. Nach den alle Katzen nur auf. Lebe den Tag nicht vor dem Abend. Einer geht. Fällt mir gerade ein, dass das ein Wissen ist, ja, der Lieblingspunkt der beiden rechts, ne? Ah, wird ihr schlafen? Lol. Lol. Und sie ist mir nicht mehr sauer. Okay, das machen wir jetzt immer so. Also wenn man mich jetzt pennen muss, verprügelt mich einfach Scarlett oben alleine. Und dann kann ich auch pennen gehen. Alles klar. Gut. Das hat ja hervorragend geklappt. Gerne wieder. Ja, groß ist die Macht. Ja, das war jetzt schon hart dumm, ne? Die Voodoo-Nadel wäre übrigens tatsächlich interessant, aber ich habe auch nicht so viel Gold. Modern Problems require Modern Solutions. Ja, ich weiß nicht, ob meine Lösung jetzt so modern war. Hätte ich das gewusst, dass das jetzt echt die beste Lösung ist, hätte ich gleich den Fischer verprügelt. So. Wo ist jetzt dieser Affe? Also ich habe quasi hart gebackseated auf YouTube gekriegt, dass ich, um an das Ding ranzukommen, muss ich den Affen einsetzen. Also brauche ich einen Begleiter. Einen kleinen Begleiter, glaube ich, hat er gesagt. Und damit 100% der Affe gemeint. Ich kann die bestimmt noch oben irgendwie übers Dach laufen, oder? Okay, ich nicht. Es ist das nicht. Ich hätte gedacht, dass ich irgendwie mit einem Affen hochkomme. Okay, ne, dann nicht. Na gut, dann war es das nicht. Leute, ihr meint, es gibt noch ein weiteres Stockwerk. Naja. Schade eigentlich. Ach stimmt, warte mal, jetzt wo ich es mal einfällt, es gab ja noch einige so eine kleineren Öffnungen, ne, in den Wänden und so Zeug. Ne, hier auch nicht. Na gut, dann finde ich mit den Affen leider doch nichts. Schade eigentlich. Ne, warte mal, da oben ist aber noch eine Etage. Wie komme ich da hoch? Oder brauche ich wirklich einen richtigen Begleiter dafür, der... Ja, der Affe kann nicht so hochspringen. Also da oben ist tatsächlich noch eine Etage. Aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Mist. Ich dachte, mit den Affen geht das. Gut, da war es doch nicht so hart gebacksitet. Dann war es eher so ein halber Hinweis, der mich nicht weiter... Aber guck mal, da oben ist doch so ein Loch. Kann ich hier nicht irgendwie diesen Affen einfach hochspringen? Das ist doch total dumm, ne? Du kannst hier nicht... Da oben wäre doch schon alle... Achso, oh Leute, was ist das denn? Echt jetzt? Ach, das funktioniert. Haha! Geigenstrick. Jawohl. Okay, es funktioniert exakt so wie erwartet. Weil der Affe kann Truhen looten? What? Der Affe kann Truhen looten? Als erstes erzählt er mir, der kann die 20er-Schlösser, die 100er-Schlösser knacken. So, kann ich mich jetzt einfach fallen lassen? Anscheinend nicht. Na gut, dann müssen wir wieder so zurück, wie wir gekommen sind. Okay, gut, das hat anscheinend genauso geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, nice. Yay. Juri. Jetzt ist natürlich die Frage, wie oft haben wir das noch, dass wir sowas haben. Also das funktioniert genauso wie erwartet mit den Affen. Hat mich nur am Anfang irritiert, dass er nicht da hochgekommen ist. So, Quest, der Schlaue. Achso, nicht Slane, warte mal. Ich brauche noch frischen Fisch. Und da brauche ich den Klabottermann. Auf der Kante. So, wo muss ich hin? Diese Richtung. Ich will jetzt aber nicht rüberschwimmen, oder? Na, mal gucken. Na gut. Aber hey. Aber ich kann leider keine neuen Affen zähmen, ne? Ich habe nur diesen einen. Woanders, was soll diesen einen Affen schon passieren? Wenn er erwischt werden würde, würde ich eh nur laden. Was ist denn das eigentlich gerade für eine Waffe? Der Duell-Ding, den ich gerade habe, ist eine Stichwaffe, ne? Und da gebe ich es der Prisennehmer stärker. Also wenn ich jetzt theoretisch, sag ich mal, diese Nadel mir hole, wäre ich ja nochmal ein gutes Stück stärker, ne? In Stichwaffen. Obwohl es so wenig Schaden, wie das gerade gemacht hat im Nahkampf. Weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Übrigens, ich muss mal kurz die Frage klären, wie viel Alkohol habe ich denn eigentlich?
Weil ich wurde nämlich gefragt, auch von der gleichen Person, es gibt nur eine Person, die überhaupt, ne, es gibt zwei Leute, die kommentieren, aber von der gleichen fragenden Person, warum soll ich nie rumtrinke, beziehungsweise Alkohol im Allgemeinen, um mich zu heilen? Und weil ich nur 17 rum habe und nur ganz wenig Grog und das ist halt, ich muss damit vorsichtig umgehen. Was, wenn das Zeug auf einmal alle ist? Ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass nicht auf einmal irgendwie ein starker Gegner kommt. Für die nicht das... Grabspinne? Ich warte übrigens nur noch den Crit, aber es läuft ganz gut hier eigentlich. Versucht das Vieh nicht zu blocken? Die droppen gar nichts. Ich bin ja schwer enttäuscht. Na gut. Aber hey. Kann ich hier noch die Eimer mitnehmen? Ah, die Nadel. Auf der einen Seite kriegst du halt einen permanenten Attributbonus für eigentlich nur Gold, was halt voll gut ist. Auf der anderen Seite... Oh, 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 oh. Gut, dass es tot ist. Finde ich auch. Auf der anderen Seite fällt mir gerade wieder ein, wie sehr ich mich... Venturo, du stehst leider auf der Leiche, die ich looten möchte. Beweg deinen Arsch! Ah, wir sehen Birns Leben nicht. Ja, ist nicht so schlimm. Ich tausche das gleich. Ich habe bloß keine Tastenkombination dafür. Bedauerlicherweise. Also lieber YouTube-Zuschauer, falls du gerade verwirrt bist, du siehst natürlich mein Leben. Aber im Livestream sieht man ja mein bezauberndes Gesicht. Und irgendwo muss die Facecam ja rumhocken. Und die ist halt... Okay, ich wollte gerade... Scheiße. Ich würde eigentlich gerade mal gucken, wie viel Schaden ich so im Nahkampf mache. Ist besser geworden, ne? Aber ich glaube, gegen so größere Gegner ist es trotzdem keine gute Idee. Weil es ein ganz schönes Verlustgeschäft ist für mich. Ja... Nicht gut, glaube ich. Ja, und auf jeden Fall, mein Gesicht ist halt vom Lebenspunkt gebalken. Vielleicht sitzt auch so genau vor, dass man gar nichts davon sehen kann. Man sieht immer den Ansatz. Ich habe mich übrigens lange Jahre eigentlich gegen so Facecams gewehrt. Einfach, weil ich früher mal lange Haare hatte. Und das, mir meines Aussehens nicht ganz so sicher war. Ich hatte zwischendurch irgendwann mal keinen Bart und hatte dann lange Haare. Dann siehst du halt echt aus wie so ein Milchbubi. Obwohl ich nicht die Gesichtsstruktur habe, um als Mädchen durchzugehen. Das ist, das kommt ja manchmal vor. Dass man von hinten locken, von vorne schocken und so. Es gibt einen Rainbow Six Siege Caster, der hat so leicht feminine Gesichtszüge. Der legt seine Haare auch immer so schön über die Schulter. Das ist großartig. Der kann das sehr gut tragen. Aber er macht halt einen sehr guten Job. Kann man ihn jetzt wirklich nicht zu Lasten legen, aber es sieht ganz witzig aus. Ja. Und ich glaube, ich hatte früher auch nicht die Bandbreite, um irgendwie eine gute Webcam rüberzubringen. Ist vielleicht das nächste Ding, aber das erschien mir lange Zeit so ein bisschen unmöglich. Aber wie gehört das zum modernen Livestream-Business ja auch wieder zu, sein Gesicht zu zeigen, einfach nur, ob man die Reaktion zeigen kann und vielleicht irgendwie einen gewissen Ausdruck zu haben. Hallo, Mr. Page. Bernie ist ein ganz cuter Boy. Ja. Ich habe neulich rausgekriegt, man kann tatsächlich Boy heißen. Also nicht mit OI, sondern so mit OY. Wo es gibt ja auch den Nachnamen Gay. Nee, ich glaube, Vornamen ist der. Ich glaube, die Bezeichnung Gay hat sich ja auch das Wort hat an Bedeutung ja auch über die Jahre gewechselt. Aber hey, wir haben eine Truhe gefunden, die sogar von nur drei Brustkörben umringt ist. Es könnten noch zwei sein. Was könnte da schon Böses drin sein? Bloody Mary, Proviant und Gold. Wir haben einen Spear Force Community, der sieht aus wie Qui-Gon Jinn. Ja, das ist wirklich eine gute Frage nach der Gesinnung. Ich wurde übrigens lustigerweise mal mit dem anderen Schauspieler verglichen. Irgendwann vor vielen Jahren mal. Also, dass ich entfernt aussehe wie der Typ, der Obi-Wan in der ersten Episode gespielt hat. Ich hab schon vergessen, wie er hieß. Lang, langes Jahr. Boy ist ein Axtkämpfer im Fire Emblem. Ja, aber mit Y. Wo renne ich hier übrigens gerade lang? Obwohl, ich kann ja immer schnell rausreisen. Das ist immer die große Angst, dass man irgendwie stuck ist, wenn man hier...
Ne, ich würde ja so oder so rauskommen. Na gut, ich muss mir also keine Sorgen machen. Ob es hier irgendwo noch eine schöne Küstenhöhle gibt. Wir suchen übrigens immer noch eigentlich den Fischer. Ich versage bloß größtenteils darin, diesen Fischer zu finden. Ja, und hier ist die Ecke vom Nirgendwo. Ist das nicht eigentlich so das karibische Inseln? Wir sind ja nicht auf einer Insel, wir sind auf dem Festland. Ne, das ist eine Insel. Ja, doch, das ist eine Insel. Das karibische Inseln eigentlich erst kilometerweise so flaches Sandstrand haben und dennoch immer abbrechen, weil die irgendwie im vulkanischen Ursprung sind. Weil dementsprechend die Insel hier irgendwie nicht so richtig, weil hier sagt es gleich, obwohl nicht so richtig doll. Wir stehen, glaube ich, nämlich auf so Sockeln, ne? Die Inseln, ne? Also zumindest im Pazifik, die Inseln, sind, glaube ich, stehen auf so vulkanischen Sockeln. Weil die irgendwie vulkanischen Ursprung haben. Meine ich mich grob zu erinnern. Also könnte krasse Falschinformation sein. So, wir haben auf jeden Fall immer noch keinen Fischer und auch keinen Versunkenen gefunden. Gut, ich würde mal sagen, die Suche treiben wir beim nächsten Mal voran.